In dieser Folge geht es um die Verbindung der Goldwing mit einem Smartphone. Und da geht einiges. Bleibt dran! Im Zusammenhang mit der Konnektivität werden von Honda Apple CarPlay und Android Auto genannt. Das bedeutet also, die Betriebssysteme iOS und Android werden unterstützt. Was ich nachfolgend zeige, passiert mit einem iPhone. Aber die Schritte sind bei Android gleich. Es gibt zwei Arten, ein Smartphone mit der SC79 zu verbinden. Bluetooth wie bei den Headsets und kabelgebunden über die USB-Buchse. Und zwar mit folgenden Unterschieden. Bei einer Bluetooth-Verbindung kann ich das Smartphone wie gewohnt bei mir tragen. Bei einer Anbindung über USB muss ich in einer Fahrtpause halt das Handy erst hervorkramen. Dafür hat das Kabel den Vorteil, dass das Smartphone während der Fahrt geladen wird. Hinsichtlich der Funktionssicherheit habe ich bisher keinen Unterschied feststellen können. Bei meinem Smartphone, also einem iPhone, funktioniert die Verbindung über Bluetooth bisher völlig problemfrei. Die Goldwing-eigene Telefonbedienung funktioniert nur über Bluetooth. Der Audioplayer im Smartphone kann sowohl über Bluetooth als auch über Kabel genutzt werden. Apple CarPlay oder Android Auto wiederum ist nur über den USB-Anschluss möglich. Beide Anschlussmöglichkeiten können übrigens gemeinsam, also mit verteilten Funktionen, genutzt werden. Anders als bei den Headsets kann nur ein Smartphone mit der SC79 gekoppelt werden. Wenn man den Haken gesetzt hat, sieht man, dass es zwei Wege für die Kopplung gibt. Einmal vom Smartphone und einmal von der Goldwing initiiert. Bei der Suche des Smartphones über die Goldwing tritt übrigens der gleiche Effekt wie beim Headset auf. Obwohl das Smartphone erkannt wurde, wird die Suche nicht automatisch abgebrochen. Das muss man auch hier manuell tun und kann dann das Smartphone anwählen. Die Richtigkeit der Kopplung kann dann noch einmal über eine PIN, die sowohl von der Goldwing als auch vom Smartphone angezeigt wird, verifiziert werden. In der Regel stimmt die PIN natürlich überein und muss auf beiden Geräten bestätigt werden. Dann sollte dieser Bildschirm erscheinen. Nach der Kopplung kann man noch entscheiden, ob das Smartphone als Telefon, als Audioplayer oder mit beiden Funktionen verbunden sein soll. Auch die Kopplung des Smartphones muss wie beim Headset nur einmal vorgenommen werden und wird dann von den Systemen automatisch durchgeführt. Wie bei den Headsets gibt es eine Verbindungsanzeige in der oberen Infoleiste des Displays der Goldwing. Über Bluetooth stehen nun Telefon und Audioplayer des Smartphones zur Verfügung. Für das Telefon kann man nun noch weitere Einstellungen vornehmen. Ein Telefonanruf wird auf das Fahrer- und Mitfahrer-Headset geroutet. Wer das nicht möchte, muss hier das Häkchen setzen. Hier lässt sich die Verstärkung des Mikrofonsignals aus dem Headset einstellen. Der optimale Wert hängt natürlich von der Empfindlichkeit des Mikrofons im Helm ab. Wer über die Goldwing während der Fahrt einen Anruf tätigen will, muss das Telefonbuch des Smartphones herunterladen. Denn nur so können nämlich Kurzwahlnummern angelegt werden und nur die sind während der Fahrt anwählbar. Um die Telefonfunktion während der Fahrt aufzurufen, braucht man nicht über den Home-Bildschirm zu gehen. Eine Betätigung des Telefonschalters am Lenker genügt. Mit dem gleichen Schalter kann ein eingehender Anruf angenommen, beendet oder abgelehnt werden. Im letzteren Fall müsst ihr den Schalter nur gedrückt halten. Bei einer physikalischen Verbindung ist die Kopplung einfach. Kabel einstecken. Fertig. Damit alles richtig funktioniert, muss das USB-Kabel natürlich den Vorgaben des Smartphone-Herstellers entsprechen. Laut Fahrerhandbuch der Goldwing wird ein USB-Hub nicht unterstützt, wohl aber ein USB-Stick für Audiodateien. Die bestehende USB-Verbindung wird ebenfalls in der oberen Infoleiste angezeigt. Bei der USB-Verbindung muss man die Geräte nicht koppeln, muss aber im Menü eine Auswahl treffen. Hier entscheidet man, ob das angeschlossene Smartphone nur als Audioplayer fungieren soll oder eine Nutzung von Apple CarPlay gewünscht wird. Nehmen wir erst einmal die iPod-Funktion. Die Darstellung des Players auf dem Display der Goldwing ist beim Anschluss über USB oder Bluetooth gleich.
Eine Telefonkopplung über den USB-Anschluss erfolgt bei der iPod-Einstellung nicht. Und das führt uns zur zweiten USB-Funktion. Telefon, Audioplayer, aber auch andere Funktionen des Smartphones, zum Beispiel Navigation, über die Bedienelemente und das Display eines Fahrzeuges steuern. Das kennen die meisten von ihrem Pkw. Das Einstöpseln des Smartphones darf übrigens erst nach dem Auswählen von Apple CarPlay oder Android Auto im Menü erfolgen. Die Einstellung bleibt natürlich nach dem Ausschalten der Zündung erhalten. Bei den darauffolgenden Startvorgängen wird Apple CarPlay aber nur aktiviert, wenn das Fahrer-Headset verbunden ist. Problematisch wird das, wenn das Headset für die Bluetooth-Verbindung länger braucht als das Smartphone über den USB-Anschluss. Dann erscheint für einige Sekunden auf dem Display diese Meldung. Vermeiden lässt sich das, indem man zuerst die Verbindung mit dem Headset herstellt und erst dann das Smartphone einstöpselt. Ziemlich umständlich, aber man kann sich auch anders helfen. In den allgemeinen Audio-Einstellungen diesen Punkt anwählen und bestätigen. Beim nächsten Starten der Goldwing wird das eingestöpselte Smartphone erkannt, CarPlay aber noch nicht gestartet, da erst die Zustimmung abgewartet wird. Das Headset hat nun Zeit, sich zu verbinden. Wenn das erfolgt ist, die einmalige Aktivierung bestätigen. Der Vorgang wird so beim nächsten Start wiederholt. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man vor der Fahrt vergessen hat, das Headset einzuschalten. Die Bedienung der Apps über die linke Lenkerarmatur fordert bei mir doch einige Aufmerksamkeit und lenkt mich ab. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Hey Siri, bist du da? Ich habe nichts vor. Das trifft sich gut, denn mit der Spracherkennung kann man sich die Cursor-Stepperei ersparen. Ja, die Möglichkeiten der Konnektivität der Goldwing sind schon vielfältig und können gut an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Setup vorstellen, das sich für uns in den letzten 2,5 Jahren als praktisch herauskristallisiert hat. Die weltbeste Sozia und ich reden noch miteinander, gelegentlich auch während der Fahrt. Dank Intercom kein Problem. Über mein Headset kann ich Navi ansagen und Radio hören. Mein iPhone ist mit der Goldwing gekoppelt und telefonieren ist möglich. Durch Bluetooth habe ich das Gerät jederzeit, zum Beispiel zum Filmen oder Fotografieren, zur Hand. Das braucht viel Speicherplatz. Meine Musiksammlung habe ich daher auf ein altes Smartphone ausgelagert, das als iPod an die Goldwing angeschlossen ist und permanent im Topcase verbleibt. Da unser Musikgeschmack gelegentlich etwas unterschiedlich ist, hat meine Frau ihr Handy direkt mit ihrem Headset gekoppelt und kann so ihre eigene Musik hören und natürlich telefonieren. Nur ein Beispiel für die zahlreichen Möglichkeiten. Und zum Glück fällt es sich mit der Konnektivität wie mit allem beim Motorradfahren. Viel geht, aber nichts muss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.